Der Soundtrack zu Emily. So viele würden dieses Stück gerne spielen können, aber es ist nicht ganz einfach. Ich zeige dir hier jetzt gemäß der Zappiano-Methode, wie du dieses Stück dir erarbeiten kannst. Das ganze Tutorial befindet sich im Kurs Romantic Piano unter Zappiano. Und hier zeige ich dir einfach einen Ausschnitt, die Art, wie ich unterrichte und was es wirklich bedeutet, wenn du ganzheitlich Klavier spielen lernst. Ich gehe davon aus, dass du jetzt das Notenblatt dir schon ausgedruckt hast, du hast es vor dir und vermutlich möchtest du gleich beginnen, dass es so beginnt zu klingen. Genau. Und viele gehen dann hin, haben das Notenblatt vor sich und drücken Taste für Taste und die Finger mögen eigentlich schon längst nicht mehr, der Verstand hat schon abgeschaltet, bist schon müde und gehst später wieder zurück und übst es. Und wenn du es irgendwann mal vorspielen solltest, hast du es wieder vergessen. Oder du kannst es nicht fehlerfrei reproduzieren. Aus diesem Grund zeige ich dir das Stück auf eine völlig andere Art und Weise. Das ist die Zappiano-Methode. Ich werde dieses Stück eigentlich sezieren. Ich werde einzelne Teilbereiche mit dir anschauen und dann werden wir sie zusammenfügen. Und ich werde die Lernschritte immer so vereinfachen und so banalisieren eigentlich, dass du es wirklich verinnerlichen kannst. Wenn du es verinnerlicht hast, dann kannst du die ganzen Sachen zusammenfügen und dann kannst du später auch wirklich spielen. Das ist der Clou. Also, du hast das Stück jetzt nun ausgedruckt. Der erste Schritt, was ich dir jetzt empfehlen würde, ist, dass du das Stück nochmals anhörst, in der Originalaufnahme. Du schaust dir Noten an, sodass du eine Klangvorstellung entwickelst, was da wirklich passieren sollte, was da rauskommen sollte am Schluss. Weil wenn du eine Klangvorstellung nicht hast, wenn du nur die Noten hast, kannst du dir das vorstellen, dann hast du eigentlich nur eine schlechte Kopie des Originals. Weil das Original, die Aufnahme, ist wirklich das, was zählt am Schluss. Dann, im nächsten Schritt, wir gehen immer vom Groben ins Detail, schauen uns einfach an, was hier passiert. Wir schauen das Notenblatt an und dann merkst du vermutlich schon, wir haben vier verschiedene Teilabschnitte von der Melodie her, die wir üben werden miteinander. Und die Begleitung bleibt immer dieselbe, über das ganze Stück. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen tiefer hineinschauen, dann werden wir merken, okay, die Begleitung, das sind immer vier Takte, die sich einfach wiederholen. Das ist nichts anderes. Und bevor ich mich jetzt an dieses Begleitmuster wage, probiere ich jetzt hier einfach mal diese Akkorde zu verstehen. Was ist eigentlich darunter? Was sind das für Harmonien, die darunter liegen? Wenn ich das so jetzt greifen würde, also ich greife jetzt eigentlich das, was im Bassschlüssel steht, einfach alle Noten zusammen, dann habe ich das hier. Und das ist ein E-Moll. Was ich hier gemacht habe, ist einfach folgendes. Ich habe den E hier oktaviert, aber es ist immer noch ein E-Moll, es ist immer noch ein Dreiklang. Dann im nächsten Akkord bewegt sich diese Stimme einfach nach unten. Das ist dann in der Fachsprache ein E-Moll über D. Dann als nächster Schritt, das ist ein toller kompositorischer Trick, es bewegt sich nur die mittlere Stimme um einen Halbton. Da kriege ich schon einen völlig anderen Sound hier. Das ist ein B-Moll über D. Du brauchst jetzt nicht im Detail zu verstehen, das ist einfach die Fachsprache jetzt. Und dann habe ich am Schluss noch ein D-Dur. Also ich habe immer als Harmonie E-Moll, E-Moll über D, dann habe ich B-Moll über D und dann habe ich ein D-Dur. Und wenn ich das nur schon vom Verstand her weiß, was da passiert, dann weiß ich auch immer, wo ich mich befinde in diesem ganzen Stück. Dann ist das nicht mehr so irgendwas Nebulöses, was da passiert, sondern es ist wirklich klar strukturiert. E-Moll, E-Moll über D, B-Moll über D und D. That's it. Und dann, du hast es Mutter schon gesehen, im nächsten Schritt werde ich jetzt nur die Akkorde einfach blocken, sagen wir im Englischen. Ich werde diese Töne gleichzeitig spielen, bevor ich das Begleitmuster spiele, so dass ich diese Akkorde wirklich unter den Fingern habe. Dass es für mich easy ist, auch wenn ich mit dir spreche, jetzt in die Kamera, dass ich das so locker drücken kann. Und das empfehle ich immer allen meinen Schülern, dass sie die Harmonien zunächst einfach mit der linken Hand, vielleicht auch mit der rechten Hand, kommt aufs Stück drauf an, dass sie das wirklich drücken können. Weil du musst dir vorstellen, die Harmonien, das ist immer das Fundament eines Stücks. Und wenn du das Fundament schon mal drin hast, dann wirst du dich vermutlich nicht mehr so verspielen. Das heißt, wir haben zunächst das nur über den Verstand geübt, also E-Moll, so wie ich es vorhin gesagt habe, und dann habe ich die Akkorde einfach mal gedrückt. Dann habe ich das Fundament, das ist wichtig. Dann im nächsten Schritt werde ich jetzt Harmonik und Rhythmik miteinander kombinieren, dann kriege ich dieses Begleitmuster. Und das Tolle ist bei diesem Begleitmuster, eigentlich brauchst du nur die ersten zwei Schläge zu können
und dann wiederholt sich es einfach in der Mitte vom Takt. Also ich habe hier zunächst die Oktave, dann die Quinte und dann habe ich das hier. Also das wiederholt sich jetzt einfach. Also so ganz langsam. Genau. Jetzt super langsam. Und dann bewegt sich dieses Begleitmuster immer in dieser Reihenfolge durch diese Harmonien durch. Dann gehe ich weiter. Und jetzt ist wichtig, dass du zunächst das ohne Pedal übst. Weil dann merkst du wirklich, ob du das wirklich locker drücken kannst. Genau. Und jetzt merkst du vermutlich hier nur so ein Ziehen in dieser Hand. Das kann gut sein. Dieses Stück wird zwar vielfach auch für Anfänger unterrichtet, die Anfänger wollen das spielen, aber es ist eigentlich nicht für Anfänger gedacht, weil das hier so locker zu spielen, ist keine Anfängerliteratur. Weil da ist hier so eine Dehnung drin. Und jetzt gibt es auch einen Trick. In der Zappiano-Methode werde ich dir immer erklären, wie du was vereinfachen kannst oder wie du etwas auch aufschmücken kannst. Musik ist für mich nicht etwas Starres, das einfach so ist, sondern das kann man auch immer wieder anpassen, je nach Spielniveau oder je nach Geschmack. Wenn ich dieses Stück jetzt in Noten hier habe, habe ich natürlich nur das hier, das ist klar. Aber wenn ich jetzt sage, okay, ich kenne die Harmonien, ich verstehe die Harmonien, dann kann ich diese auch vereinfachen. Dann kannst du zum Beispiel das hier so machen. Hier habe ich immer noch ein E-Moll. Als zweiten Akkord kannst du E-Moll über D so nehmen. Dann habe ich hier immer noch ein B-Moll über D oder D6, wie man es anschaut, und dann ein D-Dur. Und dann habe ich einfach dieses Begleitmuster. Und das ist viel einfacher zu spielen. Genau. Und das kannst du über das ganze Stück verwenden. Kleiner Trick, wie du das einfach vereinfachen kannst in der linken Hand. Ich gehe jetzt nochmals zurück zu dem da. Und dann achte einfach darauf, dass du mit der Zeit auch das Tempo ein bisschen steigern könntest. Das Ziel ist auch, dass du das so hinkriegst, dass du mir eine Unterhaltung führen könntest. Genau. Und achte darauf, dass du mit dem Handgelenk, dass du vielleicht leicht eine federnde Bewegung machst hier, sodass du wirklich einen soften Sound hinkriegst. Das ist ultra wichtig. Anstelle, dass du sowas hast. Ja, nicht so gut. So, also, das wäre es nur der Bereich Harmonik mit Rhythmik kombiniert, respektive die linke Hand. Und jetzt, wenn wir die Melodie hinzufügen werden, dann beginne ich nicht gleich die Melodie zu spielen mit dieser Begleitung. Ich glaube, der Lernschritt oder der Schritt von dem wäre einfach viel zu groß. Dann mache ich immer wieder Teilschritte. Und ein Teilschritt kann jetzt sein, im Moment, okay, ich schaue mir die Fingersätze zunächst mal an. Ich habe hier E-Moll, das darunter liegt. Das wäre nun die Tonleiter zu E-Moll hier. Jetzt, wenn ich das Stück anschaue, dann kann ich diese Tonleiter oder diesen Fingersatz hier nicht aufrechterhalten. Ich schaue mir jetzt immer an, wo ist die tiefste Note und wo ist die höchste Note. Und wenn ich nur die erste Zeile mir anschaue, dann habe ich höchste Note ist ein C und dann die tiefste Note, das ist ein E. Das ist alles. Und dann schaue ich, okay, also das hier. Es bewegt sich jetzt alles irgendwo hier drin, in diesem Bereich. Okay. Und jetzt schaue ich mal, okay, wenn ich das so habe, da habe ich das hört sich gut an. Also wenn ich hier so bin, kann ich die Finger locker so platzieren. Also das ist jetzt einfach so mein Fingersatz, den ich hier habe. Ich habe den Daumen hier jetzt auf dem Fiss. Wenn ich dann weitergehe, dann würde ich jetzt ein bisschen nach unten gehen. Dahin. Und dann, wenn ich weitergehe, das geht hier auch noch, das kann man locker greifen. Genau, du kannst natürlich auch Zahlen hineinschreiben in die Noten, das empfehle ich all meinen Schülern. Du hast einfach die Finger 1, 2, 3, 4, 5, so. Ich denke, das kennst du ja schon. Und dann kannst du zunächst nur das mal so spielen, dass du einfach die Fingersätze wirklich hast. Okay, und dann haben wir... Genau, noch keine Rhythmik im Moment. Aber die Fingersätze sind schon mal korrekt. Dann, im nächsten möglichen Schritt, kannst du jetzt zum Beispiel nur die Rhythmik verstehen dieser Melodie. Und das mache ich vielfach so, dass ich mich dann nochmals wegbewege vom Piano hier, dass ich hier die Pulsation fühlen lerne. Das erkläre ich von einem Piano-Starter-Kurs, wie das funktioniert. Und dann sprichst du den Rhythmus, der da steht. Da-da-da, ba-ba-da. Di-da-da, ba-ba-ba.
da 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 da. Jetzt habe ich einfach nur den Rhythmus gesprochen mit der Stimme und der war schon korrekt. Und als nächster möglicher Schritt könnte ich auch die Melodie singen. Da 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 ba da 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 ba 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 da 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 ba ba ba. That's it. Und wenn du das jetzt schon gemacht hast, dann hast du eine konkrete Vorstellung, wie die Melodie sich anhört. Du kannst es schon reproduzieren mit der Stimme, du hast die Fingersätze schon. Und dann ist der Schritt, das zu spielen, easy. Dann hast du das. Ich empfehle meinen Schülern, vielfach noch mit dem Fuß da leicht die Position mitzuwidmen. Und dann kannst du sicher sein, dass du wirklich on time bist. Okay, dann als nächster Schritt werde ich jetzt nun die Melodie mit der vereinfachten Harmonik zusammen verbinden. Also ich werde noch nicht das gleich spielen damit zusammen, sondern ich werde nur hier halbe Noten spielen und dann die Melodie aber schon korrekt. Dann kriege ich das. 3, 4. Und das würde ich empfehlen. Du kannst auch Viertel spielen. Kannst du sowas machen? Hört sich auch schon gut an. Genau. Und dann, erst dann beginnst du die Begleitung, da wäre es so zu spielen. Jetzt haben wir immer Teilschritte miteinander angeschaut und dann kombinieren wir es zusammen. Und das Kombinieren dann am Schluss ist eigentlich wirklich noch eine einfache Sache, fast eine formelle Sache dann, weil dann merkst du, das ist wirklich easy. Also lerne immer Teilbereiche so gut, dass du sie wirklich verinnerlicht hast. Und dann füge es zusammen. Dann kannst du sicher sein, dass du es nicht mehr vergisst und dass du es auch spielen kannst. Dann machst du das. Jetzt habe ich so ziemlich schon a Tempo gespielt, das ist wirklich so eigentlich das Originaltempo. Du kannst das Tempo natürlich auch leichter machen, respektive du kannst es langsamer machen, dass du zunächst nur das hast. Genau. Okay. Da oben, da pfeift nach dem Vogel. Kleiner Herzenrate. Okay, also, so gehst du durch das Stück hier. So würde ich das empfehlen. Und ganz am Schluss, ich zeige dir jetzt einen kleinen Ausblick, was du da machen kannst. Am Schluss, das ist nicht mehr ganz einfach, das ist völlig klar. Hier haben wir diese Sechzehntel und da hat der Komponist einen tollen Trick angewandt. Ich habe hier ein ungerades Metrum und ein gerades Metrum eigentlich wie kombiniert miteinander. Und dann habe ich immer noch dieses Begleitmuster, dass es so bleibt. Und dann habe ich diese Sechzehntel oben. Und diese Sechzehntel, die verschieben sich immer um einen Sechzehntel. Wenn du sonst Sechzehntel spielst, in einer einfachen Art, ist das eine einfache Sache, dann hast du vielfach sowas. Das würde sich aber langweilig anhören. Wenn ich das jetzt verschiebe, 1 und 2 und 3 und 4. 1 und 2 und 3 und 4. Und da gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, wie ich das üben kann, trocken üben kann, zunächst weg vom Piano. Ich kann das zum Beispiel so zählen, dass ich hier die Position wieder habe. Dann kann ich das mit einer Rhythmussprache zählen und dann kann ich die Betonungen dazu machen, dass ich einfach nur mal fühle, eigentlich wirklich fühle, was da passiert. Dann habe ich Taketimi, 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 Tak. Also das hier sind die 16, wenn ich Taketimi sage. Und dann werde ich die einzelnen Betonungen da setzen, wo der Ton B wieder beginnt. Taketimi, 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 Ta. Taketimi, 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 Ta. Taketimi, 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 Ta. Und dann kann ich das auch probieren, sofort zu spielen. Taketimi, 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 Ta. Taketimi, 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 Ta. Und dann kombiniere ich das natürlich mit der Position unten, mit dem Fuß.
Also der Fuß, der ist jetzt immer so. Hier werde ich nur eine ganze Note spielen. Dann habe ich das. Take, di, mi, take, di, mi, take, di, mi, ta. Der Fuß hat immer das unten gemacht. Kann ich das Tempo auch noch langsamer machen? Take, di, mi, take, di, mi, take, di, mi, ta. Take, di, mi, oh, sorry. Take, di, mi, take, di, mi, take, di, mi, ta. Und so weiter. Und so werde ich das dann aufbauen. Du hast gemerkt, ich habe mich jetzt nur konzentriert, das ist super easy. Dann habe ich mich nur auf diese 16 konzentriert hier und ich habe den letzten Schlag, den vierten Schlag, habe ich einfach weggelassen. Ich habe nur so eine solche Note gespielt. Also ich mache die Sachen immer so einfach, dass ich sie wirklich verstandesmäßig erfassen kann, dass ich sie auch üben kann, dass ich dranbleiben kann und dann wirklich das so lange übe, bis es easy ist. Und dann gehe ich weiter. Tja, so sieht die Sache aus. Ich hoffe, es war hilfreich für dich, auch vielleicht ein bisschen eine neue Art, ein Stück einzuüben. Wenn du das wirklich so üben möchtest, dass du es wirklich spielen kannst, dann kann ich dir meinen Kurs Romantic Piano auf zapiano.com empfehlen. Da hat es ein Tutorial drin, da erkläre ich während 1,5 Stunden wirklich jeden einzelnen Teilschritt, sodass du dann wirklich das Stück unter die Finger kriegst. Wenn du dieses Video jetzt auf YouTube angeschaut hast, dann like und abonniere doch und kommentiere auch noch was, falls du Fragen hast rund ums Klavierspiel. Dann freue ich mich über alles, was du mir schreibst. Ich werde das gerne beantworten und ich wünsche dir ganz viel Erfolg beim Klavierspielen.